Wir haben also heute den 26. Vers, einen ganz spektakulären Vers, auch im Srimad Bhagavatam, der von Srila Prabhupada oft zitiert wurde, im 8. Kapitel des 1. Kantos. Und auf die glückverheißenden Mantras verzichten wir heute mal. Die Buchverteilerergebnisse, das sind sozusagen die glückverheißenden Mantras für Sonntag. Und ich blende euch direkt mal den Text für heute ein. Für alle, die ein Buch aus Papier und Karton haben. Wir befinden uns auf Seite 355. Und Ram Gopal, vielleicht magst du das Deutsche, den Vers auf Deutsch vorlesen und das Deutsche in der Wort-für-Wort-Übersetzung. Ja. Ist das okay? Ja. Also ich chante mal das Sanskrit. Jai Mai, Jan Mai Shraya Shruta Shribhir, Edhamana Madapuman, Naiva Hatya Bidatung Vai, Twanga Kinchana Gocharam. Janma. Geburt. Aishwarya. Reichtum. Shruta. Bildung. Shribihi. Durch den Besitz von Schönheit. Edhamana. Sich immer mehr steigern. Madaha. Berauschung. Puman. Mensch. Na. Niemals. Eva. Immer. Arhati. Verdienen. Abhidhatum. Sich mit Gefühl wenden an. Vai. Gewiss. Tvam. Dich. Akinchana Gocharam. Einer, dem sich der materiell erschöpfte Mensch leicht nähern kann. Übersetzung. Mein Herr, nur die materiell Erschöpften können sich dir leicht nähern. Denn wer den Pfad des materiellen Fortschritts folgt und durch sein achtbares Elternhaus, durch großen Reichtum, gute Bildung und körperliche Schönheit höhere Positionen erreichen will, kann sich dir nicht mit Aufrichtigkeit zuwenden. Erläuterung von Srila Prabhupada. Materiell fortgeschritten zu sein bedeutet, in einer adligen Familie geboren worden zu sein und großen Reichtum, eine gute Bildung und körperliche Schönheit zu besitzen. Alle materialistischen Menschen sind wie von Sinnen danach, diese materiellen Güter zu besitzen und glauben dann, sie würden Fortschritte erzielen. Als Folge all dieser materiellen Vorteile wird man jedoch zu Unrecht hochmütig und lässt sich durch solch zeitweiligen Besitz betören. Infolgedessen sind Menschen, die sich auf ihre materiellen Errungenschaften etwas einbilden, nicht imstande, den heiligen Namen des Herrn auszusprechen, indem sie ihn voller Hingabe mit O Govinda, O Krishna anrufen. In den Shastras heißt es, dass ein Sünder durch das einmalige Aussprechen des heiligen Namens des Herrn von mehr Sünden befreit wird, als er jemals begehen kann. So gewaltig ist die Kraft, die dem Chanten des heiligen Namens innewohnt. Es liegt nicht die geringste Übertreibung in dieser Feststellung. Der heilige Name des Herrn ist tatsächlich so mächtig. Allerdings gibt es beim Chanten qualitative Unterschiede, die von der inneren Haltung abhängig sind. Ein hilfloser Mensch kann den heiligen Namen des Herrn voller Hingabe chanten, wohingegen ein Mensch, der denselben heiligen Namen in materieller Zufriedenheit von sich gibt, nicht so aufrichtig sein kann. Ein materiell eingebildeter Mensch kann deshalb den heiligen Namen des Herrn vielleicht gelegentlich aussprechen, doch er ist nicht imstande, den Namen ernsthaft zu chanten. Die vier Prinzipien materiellen Fortschritts, nämlich erstens angesehene Herkunft, zweitens großer Reichtum, drittens gute Bildung und viertens betörende Schönheit, sind daher in gewissem Sinne Hindernisse für das Vorwärtsschreiten auf dem Pfad des spirituellen Fortschritts. Die materielle Bedeckung der reinen spirituellen Seele ist ein äußerliches Merkmal, ebenso wie Fieber
ein äußerliches Merkmal des ungesunden Körpers ist. Im Allgemeinen versucht man, das Fieber zu senken, statt es durch eine falsche Behandlung zu erhöhen. Bisweilen kann man beobachten, dass spirituell fortgeschrittene Personen materiell verarmen. Dies ist jedoch kein Unglück. Vielmehr ist eine solche Verarmung ein gutes Zeichen, ebenso wie das Sinken des Fiebers ein gutes Zeichen ist. Es soll das Prinzip des Lebens sein, die materielle Berauschung, die uns immer mehr über das eigentliche Lebensziel hinwegtäuscht, zu mindern. Menschen in tiefer Illusion sind nicht imstande, in das Königreich Gottes einzugehen. Dankeschön. Ram Gopal, vielleicht nochmal den Vers auf Deutsch. Mein Herr, nur die materiell Erschöpften können sich dir leicht nähern. Denn wer den Pfad des materiellen Fortschritts folgt und durch sein achtbares Elternhaus, durch großen Reichtum, gute Bildung und körperliche Schönheit höhere Positionen erreichen will, kann sich dir nicht mit Aufrichtigkeit zuwenden. Prima, vielen Dank. Ja, Chanitai Prabhu, da würden mich auch deine Gedanken mal interessieren. Ich habe mir hier so zwei Notizen mal gemacht. Ich habe vor ein paar Tagen auf YouTube mir eine Doku angeschaut über so superreiche Menschen in Deutschland, die jetzt nicht so eine Million haben, sondern 300 Millionen oder sowas. So ein ganzes Bauimperium in Berlin besitzen. Und einer war davon, dem gehörte ein ganzer Wald in Hessen, dessen Name nicht bekannt gegeben werden sollte, weil er wollte da keine Eindringlinge haben. Und dann sah man ihn da mit seiner Flinte durch seinen Wald laufen, 300 Hektar. Und dann haben sie ihn so interviewt. Wie fühlt es sich denn so an? Und er sagt, es ist ein wunderbares Gefühl, durch seinen eigenen Wald zu laufen und durch das Gehölz zu gehen und zu wissen, es gehört alles mir. Und da habe ich gedacht, Mann, oh Mann, also den hat es aber richtig erwischt. War das nicht Krishna, der durch seinen Wald immer geht? Habe ich das nicht irgendwie so verstanden? Krishna ist derjenige, der durch den Wald von Vrindavan geht und sich die Bäume anschaut. Und die Bäume bringen Blüten und Blumen hervor, weil sie sich freuen, dass Krishna sie anschaut und versuchen, ihnen diese Blumen oder Früchte darzubringen. Und die Vögel zwitschern zur Freude Krishnas. Ja, und dieser Typ, der war sowas von in Illusion. Also dem ist das Fieber, wie wir hier in der Erläuterung gelesen haben, richtig mächtig zu Kopfe gestiegen. Ja, und die zweite Geschichte, die mir einfällt, ist, dass einmal Srila Prabhupada in Mexiko war und die Devotis hatten sich natürlich super gefreut. Er war, glaube ich, nur einmal in Mexiko und hat ein Programm gegeben in Mexico City. Und die Devotis haben auch dann so ein bisschen geschaut, dass sie sogenannte VIPs einladen, also Very Important People, wichtige Menschen, die vielleicht irgendwie Interesse haben am Krishna-Bewusstsein. Das haben sie auch in Australien, haben sie so Rechtsanwälte und Professoren eingeladen. Da gibt es eine sehr schöne Videosequenz, die man sich anschauen kann. Na, auf jeden Fall hatten sie Miss Mexico eingeladen. Miss Mexico. Und das war also die schönste Frau Mexikos. Nach der Beurteilung einer Jury. Und ja, die wurde dann eingeladen, saß dann auch mit den anderen Gästen und Devotis, als Srila Prabhupada sprach. Und als Prabhupadas Vortrag zu Ende war, hat der Master of Ceremonies auch erwähnt, dass eben auch Miss Mexico heute hier dabei ist. Also es hatte auch eine leichte PR-Funktion wahrscheinlich. Kann man sich drüber streiten, ob das jetzt wirklich so angebracht ist. Und Srila Prabhupada sagte, okay, Miss Mexico. Und sie stand dann auch kurz auf,
Das war, ist wohl da so Sitte und hat dann auch irgendwie kurz ins Mikrofon gesagt, dass sie sich freut, hier heute dabei zu sein. Aber es klang so ein bisschen wie so ein bisschen nach Schablone, dass sie das überall sagt, wo sie irgendwo eingeladen wurde. Und Prabhupada, der fragte sie dann, was ihr denn am besten gefallen hätte an unserer Philosophie. Und dann stellte sich heraus, sie hatte das überhaupt nicht richtig verstanden, worum es ging. Sie war einfach der Meinung, sie wurde eingeladen, weil sie Miss Mexiko ist. Warum und wieso und worum es wirklich ging, das rauschte an ihr irgendwie total vorbei. Und sie dachte die ganze Zeit, mehr oder weniger, das drehte sich alles nur um sie. Also sie konnte keine Antwort geben. Also Prabhupada brachte sie wohl auch bewusst, der Founder Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein darf das, der darf die Menschen auch mal in Verlegenheit bringen. Er brachte sie also in Verlegenheit und gab ihr zu erkennen, zu verstehen, dass es eben hier gar nicht so sehr um sie ging. Ja, das sind so zwei Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, als ich diese Erläuterung hier las, Jaini Thai. Ja, schöne Geschichte, vielen Dank. Die kannte ich gar nicht, die Geschichte mit der Miss Mexiko. Aber ja, es ist interessant auch, das Braupart halt, es wird ja oft gesagt, das Braupart hatte wirklich den Nutzen oder Mitleid mit der Seele oder den hat auch wirklich für den Nutzen der Seele gehandelt. So, ne? Und dann mag man denken, ja, das ist vielleicht gemeint von ihm, dass er jetzt dann nochmal nachfragt, wenn er vielleicht gemerkt hat, dass sie gar nicht richtig zugehört hat. Aber letztendlich wollte sie ja einfach damit aufmerksam machen. Oder beziehungsweise auch diese Oberflächlichkeit irgendwie, ich sag mal, zerstören. Manchmal gibt es ja so oberflächliche Situationen, wo man merkt, dass eigentlich gar nicht so richtig die Connection da ist oder dass irgendjemand einfach nur auf einer Oberflächlichkeit handelt. Und das Schöne ist, dass Prabhupada da gar nicht beeindruckt war und das einfach in die Tiefe gegangen ist wieder so. Ne? Ja. Mir sind da tatsächlich jetzt auch zwei Geschichten eingefallen, wo du gesprochen hast, die sich mehr auf den Reichtum beziehen. Eine ist, dass ich habe mal so eine Dokumentation gesehen, bevor ich Devotee geworden bin. Und da ging es um die Wirtschaft letztendlich so, ne? Und die Entwicklung der Gesellschaft und so. Und dann waren da so Neandertaler gezeigt, so, ne? Die Urmenschen, wo sich dann einer so eine Hütte baut. Und dann war halt die Frage gestellt, und war das? Und der hat dann gesagt, das ist meins. Und dann wurde die Frage gestellt, und war das eigentlich, konnte er das eigentlich sagen, das ist meins? Weil er hat ja auch nur Naturalien benutzt, die da rumlagen. Und da war das nicht der Ursprung des Problems sozusagen. Und fand ich ihn damals einen sehr interessanten Gedanken, weil es ja eben sehr, sehr viel geht in unserer Welt heute um Reichtum und die Wirtschaft und sich zu bereichern an der Natur oder an anderen. Und fand ich einen interessanten Gedanken und ich habe aber auch nie die richtige Lösung verstanden. Jetzt als Devotee verstehen wir natürlich, ne, es ist nicht meins, es ist nicht deins, es ist Krishnas. So, ne? Und deswegen soll alles in Krishnas Dienst und zur Zufriedenstellung Krishnas benutzt werden. Und die zweite Geschichte, die mir eingefallen ist, die passt eben ganz gut dazu, auch wo Prabhupada mit einem sehr reichen, ich glaube es war ein Inder, unterwegs war und der hatte eine Glasfabrik. Und oder der hatte eben da schon bei Prabhupada gehabt und dann hat Prabhupada ihn gefragt, okay, wie macht man denn Glas? Und dann hat er gesagt, mit Sand. Und dann hat Prabhupada gefragt, und wo kommt denn der Sand her? Er sagt, ja, der liegt da so rum halt, ne? Da gibt es so verschiedene Gegenden, wo man halt Sand findet. Aber ja, oho, und wer hat den Sand gemacht? Krishna hat den Sand gemacht. Deswegen bist du ein Dieb. Du stiehlst den Sand von Krishna, machst Glas daraus und bereicherst dich daran. Und deswegen solltest du was zu Krishna zurückgeben. Und ja, Prabhupada war dann nicht schüchtern. Und also es passt gut zu dieser ersten Geschichte auch. Und war da sehr direkt. Und aber nicht, weil er sich selber bereichern wollte, nicht, weil er selber irgendwie, weil er es tatsächlich so gesehen hat und weil es tatsächlich so ist,
dass es eben der Sand von Krishna ist, dass tatsächlich alles, was wir mit den Naturalien machen, die wir finden, alles, was wir herstellen, das ist alles, Krishna ist der Ursprung davon. Es soll alles deswegen in Krishnas Dienst beschäftigt sein. Und so hat dann dieser reiche Inder tatsächlich auch eine Spende gegeben. Und ja, finde ich eine ganz schöne Geschichte, weil eben natürlich dann durch diese Dinge, die hier aufgelistet sind in den Vers, ne, also da ist ja der Reichtum, die Schönheit, die Bildung und das Elternhaus aufgelistet. Und es sind eben so Dinge, wo man sich sehr leicht in dieses mit identifiziert, ne? Wie heißt es doch gleich, dieses fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, die Upadis, ne? Diese materiellen Identifikationen, so, ne? Ja. Dass man eben denkt, ich bin, wenn, und das ist natürlich so, ne? Wenn man jetzt besonders schön ist, dann geht man auf die Straße und alle Leute gucken einem an oder bewundern einen und ja, dann identifiziert natürlich leicht damit so, ne? Oder eben durch den Reichtum, da kann man sich dann alles Mögliche leisten, hat keine Sorgen und kann sich und hat es dementsprechend sehr komfortables Leben so, ne? Oder wenn man sehr gebildet ist, dann kann man allen Leuten irgendwie was erzählen und dadurch sind auch die Leute beeindruckt oder man kann sie korrigieren oder was auch immer und kann dann sehr leicht so in diese in jede Talkshow eingeladen als Experte. Genau. Und die Leute schauen zu einem herauf, sind automatisch davon beeindruckt. Und naja, so sind das natürlich Dinge, die einem, wo man eben sehr leicht dann wieder in dieses Bewusstsein kommt, dass man selber im Zentrum steht oder dass man besonders wäre. Und eben dann nicht versteht, also das hat diese Geschichte mit diesem Mann mit dem Wald auch gut erklärt, so, weil dieser Wald, der ist dann, irgendwann ist es eben nicht mehr sein Wald, so, ne? Das ist schon klar irgendwie, ne? Also selbst wenn er ihn bis an das Ende seines Lebens behält, aber dann wird er im nächsten Leben, wird er vielleicht auch wieder in diesem Wald geboren, wer weiß, als was für ein Geschöpf. Vielleicht als Baum, dann kann er die ganze Zeit nur an einem Fleck stehen oder als Wurm und kriecht da in der Erde rum oder als Reh und wird dann vom nächsten Jäger geschossen. Und das kann ich mir vorstellen, weil der lief da mit so einem Gewehr rum. Ja, und so wird er dann in diesem Wald geboren und denkt auch wieder, das ist mein Wald und wird dann irgendwann aus dieser Illusion herausgerissen. Ja. Soll ich noch eine Sache sagen, die mir dazu einfällt, die ich auch witzig finde, ist interessant finde ich das bei Hunden, weil Hunde tun ja ihr Revier markieren. Wir wissen ja alle, wie Hunde ihr Revier markieren. Und ich finde, das stellt es irgendwie so interessant dar, wie also da pinkelt ein Hund irgendwo hin und denkt jetzt, das ist hier mein Bereich irgendwie so. Und gerade in der Stadt ist es halt irgendwie so interessant, weil da, keine Ahnung, da laufen Leute lang, da fahren Busse und LKWs und was weiß ich. Und der Hund ist eigentlich so nebensächlich. Aber der Hund denkt, das ist hier mein Revier, weil er da irgendwo hingepinkelt hat. Und aber so ist jedes Lebewesen, also nichts gegen Hunde. Wir sind alle in dieser Illusion und denken irgendwo, das ist hier mein Revier und ich bin hier und da. Und weil ich jetzt dieses und jenes gemacht habe oder dies auf jene und Art und Weise genießen kann. Und eben das ist eben das Schöne, was dieser Vers sagt, dieses, bin ich im richtigen Vers? Ja, das kam doch. Ja, dass man davon erschöpft sein muss, oder in der Erläuterung kam das dann, ne? Ja, ist auch im Vers, warte mal. Im Vers wird es auch gesagt, ne? Nur die materiell Erschöpften. Ja, genau, nur die materiell Erschöpften können sich dir leicht nähern. Also die verstanden haben, dass das alles sie nicht zufriedenstellen kann. Also sei es jetzt Reichtum oder Bildung oder Schönheit oder ein Elternhaus, ein angesehenes Elternhaus. Das alles bringt uns nicht die Glückseligkeit, die wir eigentlich brauchen. Ne?
zum Elternhaus vielleicht noch ein Wort. Wir haben jetzt so viele Beispiele über Reichtum, über Schönheit, über Bildung oder Gelehrsamkeit. Elternhaus oder wie nennt Königin Kunti das hier auf Sanskrit? Lass uns mal kurz schauen. Das ist das Janma, ne? Geburt. Genau, richtig. Gleich das erste Wort. Janma, Geburt. Ne? Das ist bei uns in Deutschland auch da, aber nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel in Ländern wie Indien. Also alleine schon der Nachname, was sich Menschen dort in Indien auf ihren Nachnamen einbilden. Ich frage dann immer die Leute, manchmal, also nicht immer, aber ich hatte mal so eine Phase, da habe ich die indischen Leute gefragt, ja, aus welcher Kaste kommst du denn? Ja, Sharma. Ja, was ist mit Sharma? Jeder weiß in Indien, Sharma ist Brahmin. Ne? So, dann, sowas habe ich schon öfters erlebt. Alleine der Nachname. Und dann gibt es Agarwal, das sind die Vaishyas, auch interessant, dieses da kommt das Agra her, ne? Agrarwirtschaft, das kommt von Agarwal. Wal ist, glaube ich, auch der Händler. Wir kennen diese Rikshawallas und die Marktwallas in Vrindavan, die auf dem Markt stehen und Gemüse verkaufen. Und der Agarwal, das ist der mit Landwirtschaft sein Business macht, ne? Naja, und so bilden die sich also unfassbar viel auf ihre Geburt etwas ein. Nicht alle natürlich. Die indischen Devotis haben das auch verstanden, was Königin Kunti hier sagt, dass das eben auch ein Fieber sein kann, ein materielles Fieber. Aber nur, dass wir uns mal bewusst werden, was Königin Kunti hier auch genau meint. In Deutschland ist das ein bisschen verloren gegangen. Wobei, ich war mal in Leipzig, in diesem Haus, Stöckelstraße, wo der Tempel, der alte Tempel war. Und dann ging man dieses Treppenhaus hoch und dann in jedem Hausflurfenster, ein Stock höher, wurde ein Stand mit buntem Glas dargestellt, der Bauernstand. Und dann ging man ein Stockwerk höher, der Händler stand. Und ganz oben stand dann irgendwie Bürger, Bauer, Bettelmann, König, Kaiser, Edelmann. Das war ein Spruch, den man wohl noch vor 120 Jahren in Deutschland zu hören bekam. Da durften sich im Ersten Weltkrieg durften sich die einfachen Leute nicht mit den Offizieren an derselben Schlange anstellen, um ihre Essensration zu bekommen, also die Soldaten. Da wurden die Essensschlangen nach Ständen eingeteilt. Da durftest du dich nicht an der falschen Schlange anstellen. Ja, Janita, ich denke, wir sollten noch mal zum Abschluss vielleicht 5 Minuten was über deine oder nicht über deine, über Krishnas Bhadra-Kampagne hören. Was hat es mit dieser sogenannten Bhadra-Kampagne auf sich? Ja, also es gibt im Srimad Bhagavatam einen Vers im 12. Kanto, der eben besagt, also dass wenn man an dem Tag von dem Vollmondtag von Bhadra, also Bhadra ist ein Monat, der kommt jetzt bald und dementsprechend kommt auch der Vollmondtag von Bhadra. Das ist am 20. September. Und dieser Vers besagt eben, dass wenn man an diesem Tag ein Srimad Bhagavatam Set verschenkt, dass man dann das höchste Ziel erreicht. Und genauso, wir wissen ja, was in dem Srimad Bhagavatam steht, das ist Fakt. Und in dem Sinne ist dieser Vers eigentlich sehr kraftvoll oder gibt er ein sehr großes Versprechen oder eine große Möglichkeit für uns alle. Und dementsprechend haben sich die Devotis vor einiger Zeit gedacht, dass man das vielleicht einfach mehr zelebrieren sollte auch und eben diesen Vers einfach wirklich mehr ernst nehmen sollte und haben deswegen diese Bhadra-Kampagne gestartet.
Und das ging eigentlich in dem Vaisheshika Prabhu. Das ist auch ein bekannter Schüler von Srila Prabhupada, der eben auch gerade in Bezug auf Buchverteilung sehr bekannt ist und viel macht und wirklich eine sehr inspirierende Persönlichkeit ist mit vielen Verwirklichungen und vielen neuen Ansätzen auch, wie man Bücher verteilt. Der hat dann eben auch diese Batra-Kampagne oder Batra-Initiative, ist ja wirklich auch ein schönerer Name, finde ich, gestartet. Und eben, und dann ist die Idee, dass man einfach sich bereit erklären kann, ein Srimad Bhagavatam-Set zu verschenken. Oder man kann sich auch bereit erklären, man kann sich auch zusammentun mit anderen Devotis und gemeinsam Srimad Bhagavatam-Sets verschenken. Und tatsächlich können sich auch die Leute melden, die ein Srimad Bhagavatam-Set geschenkt haben wollen. So, und es ist ein ganz, also letztes Jahr haben wir das zum allerersten Mal gemacht. Und es ist an sich eine ganz schöne Sache. Es ist tatsächlich auch eins der 6 Prinzipien oder 6 Arten, Formen des Austausches, die Vaishnavas untereinander haben, ist eben auch Geschenke zu geben und Geschenke anzunehmen. In dem Sinne tut das vollkommen unsere Kultur und Philosophie auch decken. Und genauso braucht man sich auch nicht doof vorkommen, wenn man jetzt sagt, ich will ein Bhagavatam-Set geschenkt bekommen. Und genauso kann man auch, wenn man ein Set spenden möchte, kann man verstehen, dass das wirklich eine wundervolle Sache ist. Und genau, ich kann dir mal, es gibt einmal so eine E-Mail-Adresse, wo man sich dran wenden kann, oder man kann sich eben an dich auch wenden sonst. Du kannst sicherlich den Leuten dann auch weiterhelfen, oder ihr könnt ja das von euch aus auch machen, diese Batra-Kampagne. Wir machen das sonst in den verschiedenen Tempeln eben. Man kann sich eben auch an seinen lokalen Tempel wenden und da eben dann, wenn man da an der Kampagne teilnehmen möchte. In den Tempeln machen wir es dann tatsächlich so, dass wir dann an diesem Tag selber, dass wir dann auch eine kleine Veranstaltung machen, wo dann eben die Sets überreicht werden und wo es ein bisschen Passagen gibt und das Srimad Bhagavatam glorifiziert wird. Weil das muss man natürlich noch dazu sagen, das Srimad Bhagavatam ist natürlich nicht nur irgendein Buch, sondern Srimad Bhagavatam ist Krishna selber in die literary incarnation, oder wie sagt man, die schriftliche Inkarnation von Krishna. Und in dem Sinne, wenn das Srimad Bhagavatam zu irgendjemandem nach Hause kommt, ist das natürlich sehr, sehr glücksverheißend. Und allein, wenn es da steht natürlich, und erst recht, wenn dann, wenn das Bhagavatam dann studiert wird, wie wir das ja hier auch machen. Genau. Und ja, das ist letztendlich diese Initiative mit der Idee, einfach dem Srimad Bhagavatam mehr das Srimad Bhagavatam auch mehr zu glorifizieren. Und ich persönlich, ich bin da einfach, ich helfe einfach mit, diese Initiative irgendwie umzusetzen. Und genau deswegen mache ich jetzt hier zum Beispiel auch Werbung dafür. Und freue mich über jeden, der sich damit einbringen möchte. Wow. Also für alle auch, die hier das tägliche Bhagavatam anschauen, falls ihr zu entweder denjenigen gehört, die ein Bhagavatam noch nicht haben und es geschenkt bekommen wollen, wow, meine Güte, meldet euch bei uns. Die E-Mail-Adresse von mir und von Jaini Thai findet ihr in der Videobeschreibung. Und falls ihr zu denjenigen gehören solltet, die sagen, lass mich mal was Gutes tun, was Spirituelles Gutes dieses Jahr, lasst mich ein Srimad Bhagavatam Set, also das sind ja 12 Bücher. Lass mich das jemandem schenken, der vielleicht nicht so viel Geld hat, aber es sehr gerne haben möchte. Dann melde dich ebenfalls bei uns und dann können wir das in die Wege leiten. Ja, was man auch machen kann, ist, was ich vergessen habe zu erwähnen, was wir auch letztes Jahr gemacht haben, man kann auch überlegen, welche besonderen Persönlichkeiten gibt es in meiner Umgebung oder im Umfeld, oder zum Beispiel auch Bibliotheken oder Plätze, wo es einfach gut wäre, dass das Bhagavatam da ist. So, ne? Also das müssen nicht unbedingt Menschen sein, die jetzt schon
das voll und ganz verstehen, die Glorien des Bhagavatams, aber wo man verstehen kann, dass mit dem man so irgendwie schon Austausch hat, oder meinetwegen Yoga-Studios sind zum Beispiel auch so ein Platz, wo das ganz gut angebracht ist, weil da einfach Menschen hinkommen, die sich eben für diese Themen an sich schon interessieren. Und wenn man jetzt so in dem Sinne gibt es da auch viele verschiedene Möglichkeiten, letztendlich unbegrenzte Möglichkeiten und Plätze, Personen, an die das sinnvoll ist, das Bhagavatam zu spenden. Wenn man dann denkt, dass man möchte das lieber auf diese Art und Weise machen, ist das natürlich auch vollkommen, empfehlenswert. Genau. Hier hatten wir auch einen Kommentar im Chatfenster, bezieht sich jetzt nicht aufs Bhagavatam, aber auf die Bücher. Als ich es mir leisten konnte, habe ich gerne Kochbücher, der höhere Geschmack, in Lebensmittelgeschäften ausgelegt. Es wurde gerne angenommen, schreibt der Bernd aus Schleswig-Holstein. Ja, und hier noch eine letzte Frage, wobei ich glaube, dass darüber sollten wir mal eine eigene Sendung machen. Wann gibt es die letzten Kantos in Deutsch? Und meine Zusatzfrage ist, wann gibt es das Chaitanya Charitamrita in Deutsch? Aber da machen wir fast jetzt ein neues Fass auf. Ja. Das bewahren wir uns für die nächste Sendung auf. Es sei denn, du hast da eine Einsatzantwort zu. Ja, mit dem Chaitanya Charitamrita, das gibt es ja in Deutsch schon übersetzt auf jeden Fall. Das müsste nur wieder gedruckt werden. Und da wir haben neulich schon mal beim BBT nachgefragt. Jetzt waren einfach andere Titel da, die jetzt erstmal akut behandelt werden müssen. Und aber wir sind da weiter im Gespräch dann und hoffen auch, dass wir das bald wieder drucken können. Und die anderen Kantos in Deutsch, das ist tatsächlich auch eine gute Frage. Das ist letztendlich ist der BBT nicht mehr so aufgestellt, wie das früher war, zu anderen Zeiten. Und in dem Sinne gibt es da auch gerade im deutschsprachigen, ist da noch, ist einfach nicht so viel Kapazität da. Aber Jaini Tai, lass uns das auf eine nächste Sendung verlagern. Okay. Weil es ist doch es hat mehr Umfang, das Thema, als man meint im ersten Moment. Darüber sprechen wir ganz sicher mit Jaini Tai, vielleicht in einer Woche schon. Vielleicht, Wir werden hinter den Kulissen was abklären und dann werden wir über das Thema Bücher, neue Bücher in Deutschland oder Bücher, die schon längst da sind, aber einfach irgendwie nicht gedruckt werden, nochmal genauer sprechen. Ich spüre auch, da muss wieder ein bisschen Dampf gemacht werden. Wir müssen darüber einfach auch mehr nachdenken. Wir dürfen das nicht einfach so gegeben hinnehmen, weil die Antwort, die du mir jetzt gegeben hast, also hat jetzt mit dir nichts zu tun. Ich meine das auch nicht böse, aber die höre ich jetzt schon seit 25 Jahren. Ja, da gibt es andere Titel und der BBT ist im Moment noch nicht so wieder aufgestellt wie früher. Das ist sicher auch alles richtig, aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diesen Zustand verändern können. Aber darüber wollen wir dann in ein oder zwei Wochen genauer sprechen, Jaini Tai. Sonst wird die Sendung hier heute zu lang. Und ich sehe hier noch vom Ram Gopal eine Hand. Ram Gopal, ist hoffentlich nichts Langes, was du uns sagen ganz willst. Kurze Anmerkung nochmal zu der Bhagavatam-Verteilung. Also Yoga Vidya Westerwald hat letztes Jahr von ISKCON Deutschland ein Set bekommen. Und ich werde jetzt ab September anfangen, das in einer einmal in der Woche Veranstaltung vorzulesen. Das wird zwar nur eine kleine Gruppe sein von wahrscheinlich 4, 5 Personen oder so, aber wir werden das lesen. Es ist gefragt worden. Also in meinen Veranstaltungen habe ich gefragt, was wollen wir jetzt als nächstes lesen? Wir hatten die Bhagavad Gita gelesen. Wow. Und dann wurde also das Bhagavatam erfragt sozusagen.
Ja, nur so, also das wirkt schon, wenn es da ist. Sehr schön, genau. Also das strahlt aus, es beeinflusst unser Bewusstsein, wenn es einfach auch nur im Regal erstmal steht. Mir geht es auch so. Also ich habe auch das Bhagavatam im Regal und wenn man dann da dran vorbeigeht, dann hallo, aufschlagen bitte. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich auch bei unseren lieben Zoom-Teilnehmern, die heute so geduldig mit dabei waren, auch an unsere beiden Vorleserinnen, ein Haribol für Martina und für Saraswati, die in letzter Zeit auch immer so toll vorgelesen haben. Und andere können gerne auch vorlesen. Wir haben eine Telegram-Gruppe extra zum Vorlesen eingerichtet. Könnt ihr euch auch an mich wenden, wenn ihr damit bei sein wollt. Eine Ankündigung noch. Morgen wird es statt einer regulären Bhagavatam-Podcast-Sendung um 8 Uhr eine Videopremiere geben, nämlich der dritte Teil von Mother Dinasharana Devidasis Lebensgeschichte. Also seid gerne morgen auch hier auf Zoom um 8 Uhr dabei. Wir haben das einfach eingeschaltet, aber im Vordergrund steht dann, dass die Aufzeichnung von unserem Interview könnt ihr euch dann aus erster Hand oder als Erste, als Premiere anschauen. Und war da noch etwas? Ja, das war's. Und dann sehen wir uns am Dienstag wieder mit dem nächsten Vers. Nur ein kleiner Teaser. Meine Ehrerbietung gelten dir, der du das Eigentum der materiell Verarmten bist, sagt Königin Kuntis. Also die materiell Verarmten, da wird Krishna schnell zu ihrem Eigentum. Auch sehr spektakulär. Der Vers geht auch noch weiter. Aber wie es weitergeht, verraten wir dann am Dienstag. Und ja, wir können ja zum Abschluss, ich greife noch mal schnell zu meiner Ukulele. Und ja, wir können ja zum Abschluss noch einmal den Hare Krishna Mahamantra chanten, wenn ihr mögt. Schaltet gerne eure Mikrofone ein und wenn ihr mögt, vielleicht sogar eure Kamera. Wir würden gerne auch Bhakti-Faces sehen, also hingebungsvolle Gesichter. Hare, ich singe wieder meine Pop-Melodie, die einmal von Krishna geklaut wurde und jetzt wieder zurückgeholt wurde. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, everybody, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama.